Entschuldigung, hast du schon was gespendet? Was gespendet? Für unseren Verein, für die Pflege vom Feld. Ach so, nein. Oder magst du mithelfen? Mithelfen? Ja, ich glaube, dann helfe ich mit. Ja, gern, komm mit. Und tatsächlich, wer im Lavendelfeld im kleinen Adelstraß im Landkreis Erding Fotos machen möchte, wird gebeten, entweder eine Stunde bei den anstehenden Arbeiten mitzuhelfen oder Geld zu spenden. Zugute kommt das dem Verein Interessengemeinschaft Adelstraß, der 45 Hektar Land in einem Landwirtschaftsprojekt aufhübscht. Dazu gehören neben dem Lavendelfeld unter anderem eine entstehende Streuobstwiese oder Aronia-Beerensträucher. Wie kann ich denn jetzt hier mithelfen? Du kriegst jetzt von mir eine Schere. Mhm. Und dann können wir miteinander Lavendelsträuße schneiden. Dann nimmt man einfach so ein Beischall. Aha. Und dann schneidet man es am ersten Blattansatz unten. Ja. Schneidet man es einfach ab. Und dann hast du ein Sträußerl. Jetzt ist ja dieses Lavendelfeld hier nur ein ganz kleiner Teil von eurem Areal, was ihr als Verein bewirtschaftet. Welches Ziel verfolgt ihr denn? Was ist euer Traum dahinter? Das Ziel ist, Gemeinschaft Landschaft zu gestalten, für die nächsten Generationen was zur Verfügung zu stellen. Ähnlich wie der englische Garten, der ist auch durch einen ideellen Gedanken entstanden und irgendwann ist ein schöner Park da, wo sich die Menschen erholen. Herzstück des Ganzen ist dann von Ende Juni bis Ende Juli das Lavendelfeld, bevor die Pflanzen dann vollständig geerntet und verarbeitet werden. Jetzt ist der Lavendel nicht nur als Strauß schön anzusehen. Was kann man denn noch damit machen? Da kann man das Lavendelöl in 2 Tropfen oder wie viel man gern mag, in das Putzwasser eine tun. Außerdem wird der Adelstraßer Lavendel für ätherische Öle oder auch in der Medizin verarbeitet. So, Arbeit ist getan. Das Foto habe ich mir jetzt auch echt verdient. Ich glaube, die meisten Leute kommen ja tatsächlich für die Instagram-Bilder. Aber was sind denn sonst noch so andere skurrile Geschichten, die euch hier passiert sind? Zum einen hat sich jemand ein Fotoshooting im Lavendelfeld gewünscht, der dann kurz später verstorben ist. Zum anderen dürfen wir bei einer ganz schönen Geschichte mit dabei sein. Eine Frau hat uns angerufen aus Österreich, ob sie ihrem Liebsten im Lavendelfeld einen Antrag machen darf, einen Heiratsantrag. Und dann haben wir zugestimmt, sie haben sich ganz toll verkleidet und dann durften wir beim Ja mit dabei sein. Auf dem Hof in der Mitte der 45 Hektar gibt es dann wirklich alles Mögliche aus Lavendel, wie Tee, Likör und... Nach so einem arbeits- und fotoreichen Tag kann man sich hier im Vereinsladen mit einer Kugel Lavendeleis abkühlen. Und das haben wir uns verdient, oder? Ja.